Hey Leute, willkommen zurück hier bei Familie Reus am Tag nach der Hochzeit. Eigentlich fände ich es auch cool, wenn Elias und Corinna in eine Art Flitterwochen gehen könnten. Aber ich möchte so schnell eigentlich noch nicht wieder reisen, weil wenn man mit Sims in eine Reisewelt geht und Urlaub macht, dann bläht das Safe Game total auf. Und wir sind gerade erst umgezogen, damit das Spiel auch besser läuft und alles. Und das ist halt immer so ein Dilemma für mich, weil einerseits finde ich es cool, mit den Sims zu verreisen, andererseits möchte ich aber auch nicht, dass direkt mein Spiel wieder schlechter läuft. Das ist halt ein Problem. Weiß ich auch noch nicht. Sowieso ist meine aktuelle Ausrede ist, wir haben sowieso nicht genug Geld für den Urlaub. Wir müssen sowieso noch ein bisschen sparen. Aber ich weiß halt nicht. Also, was wir machen könnten, wäre in den Urlaub gehen, aber dann ist das irgendwie separat von diesem Safe Game, dass wir da quasi nur Erfahrungen sammeln, so fürs Let's Play, aber die Sims gar nicht wirklich irgendwas lernen, aber das ist ja auch nervig. Also weiß ich nicht, möchte ich eigentlich auch nicht. Also wenn Urlaub, dann sollte der schon auch zählen für unser Gameplay. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen will, was da irgendwie eine Lösung wäre. Aber aktuell gehen wir jedenfalls noch nicht in den Urlaub. So, du stehst also auf. Ah, ihr steht beide auf. Guten Morgen. Hallo. Es geht. Ihr könnt ja, keine Ahnung, mal den Tag starten. Zusammen. Oder so. Nein, hör auf. Hör auf, Betten zu machen. Kannst du auch nachher noch. Du isst deine Karottenpfannkuchen. Sehr schön. Und nach der Sperrstunde draußen bleiben. Weiß ich nicht, ob wir das heute machen. Mal gucken. Sie geht auf jeden Fall gleich mal zur Schule, denke ich mal. Genau. Und dann. Okay. Rachel Walker hatte einen Script-Error. Alles klar. Da klingelt das Handy. Kein Problem. Schalten wir einfach aus. Interessiert uns nicht. Genau. Und ich dachte halt, heute könnten die beiden noch so ein bisschen Zeit zusammen verbringen, weil auch wenn wir jetzt nicht unbedingt irgendwo in den Urlaub fahren, heißt es ja nicht, dass wir nicht trotzdem so ein bisschen Zeit zusammen verbringen können. Das war meine Idee. Wir könnten mal mit Freunden sprechen. Wir kennen schon so viele Teenager mittlerweile. Wir müssen eigentlich echt keine neuen Freunde finden. Wir kennen schon einige Leute. Und wenn, vielleicht treffen wir ja mal irgendwie Sims, wenn wir irgendwo unterwegs sind. Du könntest vielleicht, ich weiß gar nicht, wie viele Portionen haben denn unsere Pfannkuchen noch? Drei, okay. Ja, doch, dann können wir die eigentlich noch zusammen essen. Dann kannst du vielleicht schon mal Reste essen. So, du kannst vielleicht erstmal nochmal auf Toilette gehen und dann auch deine Pfannkuchen essen. Ja. Und dann würde ich Elias eigentlich bitten, danach einmal alles aufzuräumen. Dann kannst du hier dein Bett fertig machen. Da wird er bestimmt sehr glücklich sein. Dann kannst du hier mal alles sauber machen. Okay. Und sie würde ich danach eigentlich mal hier ein bisschen Nektar machen lassen. Wie viel? Wir haben noch 10 Äpfel. Okay. Sehr schön. Zumindest hier einmal, während er sauber macht, können wir ja schon noch einmal ein bisschen Nektar herstellen. Das ist ja eigentlich kein Problem. Genau. Dann räum du mal schön auf. Super, das klappt doch gut. Okay, wie sieht denn unser neuester Apple Boy aus? Normal. Meh. Okay. Dann, wo hatten wir den? Hatten wir hier oben? Ja, ne? Genau, okay. Packen wir den da rein. Sie könnte noch ein bisschen Fotografie lernen. Das wäre vielleicht auch ganz cool. Das kann sie noch gar nicht. Ja, das wäre doch meine Idee. Genau. Und du suchst hier mal die ganze Wäsche. Nektar im Wert von über 300 Simoleons. Oha. Wie viel hatten wir hier eigentlich noch drin? Ist auch noch unser. Ist das unser selbsthergestellter? Der ist mittlerweile ja ausgezeichnet und alles. Und wie sieht der eigentlich mittlerweile aus? Ah ja, auch lecker. Weil ich glaube, also, huch.
Ich glaube halt wirklich, der wird mit der Zeit besser. Der sollte eigentlich, vor allem wenn man den im Keller hat, besser werden. Wir sind ja nicht wirklich im Keller. Aber wir können das ja mal so ein bisschen beobachten, ob der besser als ausgezeichnet wird mit der Zeit. Werden wir ja sehen. Wie sie immer noch ihre. Sie hat einfach immer noch ihre Schlafkleidung an. Sehr gut. Dann kannst du hier vielleicht nochmal ein bisschen malen. Und. Oh! Oh Mann. Wir haben gar keine richtigen Hochzeitsfotos gemacht, ne? Könnten wir natürlich heute machen gehen, dass wir heute einfach nochmal die Hochzeitsfotos machen. Ich meine, man ist ja nicht so, als ob man diese Kleidung nur an einem Tag tragen dürfte. Wisst ihr, so könnten wir ja machen. Oh, wir könnten mal die Fische füttern. Oh. Hä? Leben die alle nicht mehr? Ah, okay, du musst es erst säubern, bevor du da noch irgendwie. Bevor du da irgendwie die Tiere fütterst. Na dann. Verstehe ich. Ich muss erstmal alles sauber machen. Okay. Haben wir eigentlich heute eine außerschulische Aktivität? Ja. Stimmt, wir sind ja nur mit Musikverein. Das reicht ja auch. Haben wir nicht auch noch eine Arbeit? Ja, genau. Das heißt, wir sind heute bis 19 Uhr beschäftigt. Alles klar. Kein Problem. Genau, dann kannst du sie jetzt mal füttern. Und dann können die beiden auch noch mal ein bisschen zusammen Zeit verbringen. Na. Ich wollte ihn eigentlich, hätte ich gesagt, wir können sie noch zu Ende malen lassen, aber naja, so ein Riesenunterschied ist das jetzt auch nicht. Dann, genau. Oh, wollen wir ein paar Blümchen geben? Ein paar violette Blümchen. Warum nicht? So. Und dann hier einen Schwebekurs können wir auch noch geben. Ja, wo gehen wir denn heute mit den beiden hin? Meine Idee wäre ja, weil da waren wir noch gar nicht und ich fände das irgendwie spannend, dass wir hier ins Opernhaus gehen. Das fände ich irgendwie super interessant, mal zu sehen, was da abgeht. Ist ab 10 Uhr geöffnet, aber ich würde ja erst die Hochzeitsfotos machen gehen. Das heißt, dass wir erstmal hierher gehen. Was haben wir eigentlich für eine Aufgabe? Ah, die Muscheln. Und sie muss ja noch Bücher schreiben. Ja, können wir auf jeden Fall machen. Aber ich würde halt, wie gesagt, erstmal hier hinreisen und die Hochzeitsfotos zusammen machen. Na. Ich weiß gar nicht, was, wo sie hingehen, wenn ich ausgelassen sein sage, weil ich glaube. Weil. Weil ich glaube. Ja, genau. Dann gehen sie einfach nochmal ins Bett. Okay. Wir haben nochmal Elbewoll gemacht. Sehr schön. Kein Problem. Ja, dann würd ich danach jetzt erstmal zum. Die Hochzeitsfotos machen gehen und danach vielleicht mal ins Opernhaus schauen. Oh, du bist mit Rachel Hüpfekästchen spielen. Ach, süß. Oh Mann. Gut, du bist ja jetzt gleich bei deiner außerschulischen Aktivität, oder? Ja, genau, Musikverein. Gut, und dann würde ich hierhin reisen mit anderen Sims. Okay. Genau, hierhin reisen mit Corina. Könnt ihr beiden mal losgehen? Ich finde es ein bisschen komisch, dass die Jobs, also die Arbeit, die man hier hat. Wir haben uns angefreundet mit ihr. Ah. Ist sie scheinbar also auch im Musikverein oder was? Unsere liebe Rachel. Das kann natürlich sein. Ich finde es komisch, dass der Job um 16 Uhr startet, aber wir ja außerschulische Aktivitäten bis 16 Uhr haben. Also, es scheint irgendwie nicht gut abgesprochen zu sein mit der Schule. Aber, naja. Es ist, wie es ist. So. Ja, wir gehen dann los. Dann seid ihr beiden hier. Und dann können wir nochmal. Oh, jetzt sind sie natürlich wieder auf dem Date. Was sonst? So, genau. Hier ist das Rathaus. Dann können wir mal hier hingehen. Dann können wir uns da vorne dann auch umziehen. Aber ich möchte jetzt nicht unbedingt mit den schicken Outfits durch den Regen rennen. Und wir können danach eigentlich wirklich auch einen Film schauen gehen. Warum nicht? Und dann gehen wir danach einfach ins Opernhaus. Haben wir einfach einen schönen Date-Tag nochmal.
So, Outfit wechseln, Abendkleidung und auch du kannst dein schickes Abendoutfit anziehen. Und dann machen wir hier ein paar Hochzeitsfotos. Du solltest dein Abendoutfit anziehen, mein Lieber. Danke. Genau, und dann können wir hier im Rathaus nämlich, wäre halt meine Idee, einfach ein Grußkartenfoto machen mit Corinna. Okay, jetzt haben wir halt kein Date mehr. Obwohl wir jetzt zusammen ein Grußkartenfoto machen, verstehe ich jetzt auch nicht. Warum das jetzt nicht als wir machen zusammen eine Aktivität. Vor allem, wir sind auch auf dem gleichen Grundstück. Habe ich jetzt nicht verstanden, warum das nicht als, also warum wir dann keine Gruppe mehr sein können. Naja, mir egal. Dann haben wir halt kein Date. Ist jetzt auch nicht so das Problem. Oh, das sieht so aus, als wären wir jetzt. Okay, Leute. Wie wäre denn der Vorschlag, dass wir jetzt tatsächlich auf dem Standesamt waren, und hier quasi nochmal so die tatsächlichen Dokumente unterschrieben haben? Weil wir hatten ja gestern quasi eine kirchliche Hochzeit. Und jetzt waren wir nochmal auf dem Standesamt und haben nicht nur Hochzeitsfotos gemacht, sondern wir haben natürlich auch noch die Dokumente unterschrieben, um das Ganze auch offiziell zu machen. Das macht natürlich sehr viel Sinn. Sehr, sehr viel Sinn macht das. Okay, dann brauchen wir jetzt aber eigentlich nicht weiterhin dieses Outfit tragen, wenn wir mal ehrlich sind. Das war jetzt nur für die Zeit, in der wir da drin waren. Wie ich einfach so im Nachhinein mir einfällt, dass das total viel Sinn macht, was ich hier mache. So, und hier nebenan ist ja auch direkt dann das Theater. Ja, passt ja perfekt. Wollen wir hier noch irgendwie was machen, kurz? Oh, Lola ist hier. Okay, wenn Lola hier ist, wer ist noch hier? Hallo? Wer ist noch hier außer Lola? Wenn Lola hier ist, sind doch bestimmt auch Mia oder so. Nee, das ist Anna Wu. Das ist Rashads Mutter. Nee, sieht nicht so aus. Schade. Ich hätte gehofft, dass irgendjemand von unseren Verwandten hier ist. Man kann ja nie wissen. Dann gehen wir mal hier hin. Du auch. Wird man hier unten eigentlich nass, wenn man da steht? Weil im Prinzip ist das ja überdacht. Oha, Chantal kommt zu spät zur Arbeit. Das ist ja Unverschämtheit. Dann können wir vielleicht noch mal ein bisschen mit ihr Händchen halten und sowas. Ist ja nicht so, als ob wir nichts zu tun hätten, während wir warten, bis der Film beginnt. Ganz ehrlich, wir haben ja einander. Das passt schon. Genau, und dann war mein Plan halt eben, dass wir jetzt gleich einen Film schauen gehen. Ich meine, die beiden hatten jetzt eh den Wunsch, sie hatten den Wunsch, weil sie auf einem Date sind oder weil sie auf einem Date waren, aber das ist ja egal. Wir können ja auch so einen Film zusammenschauen. Brandy, bist du etwa. Ist Brandy etwa okkult? Aha! Sie hatte einen Hexenhut auf. Hab ich's mir doch gedacht. Lass uns mal die Zirkustour anschauen mit Corinna. Oh, ich finde das so süß, wie sie sich immer noch so drüber freut, verheiratet zu sein, wie sie immer noch so ihren Ring anschaut, ihren nicht vorhandenen Ring. Ich muss den eigentlich nochmal Ringe überall an ihre Outfits ranpacken. Von wegen so, nein, ich bin ja gerade erst verheiratet. Das finde ich ganz süß. Genau. Du möchtest sogar befördert werden. Meine Liebe, sehr ambitioniert hier. Dann kannst du auch mal ein bisschen hart arbeiten. Das sieht eigentlich noch gar nicht so schlecht aus. Ist das nicht sogar unser erster Arbeitstag heute? Und schon so gute Leistung? Ich glaube, Valeries Naturtalent. Ich weiß noch nicht, ob ich sie tatsächlich in die Schauspielkarriere packen möchte. Wir werden ja wahrscheinlich sowieso nicht aktiv mit ihr weiterspielen. Wenn sie erwachsen ist, wird sie irgendwann ausziehen. Aber das ist ja auch noch eine Weile hin. Oh mein Gott, wie süß sind bitte diese Schildchen hier. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, was das darstellt, aber es ist süß. Ich wusste gar nicht, dass wir diese Sachen so im Spiel haben, dass das da so aussieht. Sehr cool. Ah, jetzt gilt's als Date wieder mal. Ach, keine Ahnung. Sims 3. Sims 3 sagt irgendwie alle 5 Sekunden, das ist ein Date und dann ist es das doch wieder nicht. David ist hier. Hi. Ist auch Amelie da oder bist du heute allein im Kino? Er scheint auf jemanden zu warten.
Wenn David gleich noch da ist, dann können wir ihn natürlich auch begrüßen. Weiß es auch nicht, warum er hier rumsteht. Ah, jetzt geht er doch rein. Okay. Ich hatte nur gewartet, bis der Film beginnt. So, anstatt dass du nach Hause fährst, wo bist du denn gerade? Oder bist du ganz weit weg, ne? Chandler, Fox, Moore. Wir können natürlich einfach nach Hause fahren. Oder wir gehen zu Rachel nach Hause. Nee, aber ich würde mal hier zum Chandler-Haushalt gehen. Gucken, wer da so ist. Für den schon kennen. Eigentlich wollen wir Spaß, brauchen was zu essen, aber es ist auch egal. Echt komplett egal. So, sehr schön. Ihr habt zusammen einen Film geschaut. Das ist doch toll. Genau, jetzt ist halt David noch nicht wieder, oder doch schon weg, aber das ist ja kein Problem. Gehen wir mal hier zusammen zum Opernhaus. Das würde ich gerne sehen. Oh, wen haben wir eigentlich hier, der vor uns rumrennt? Rudy Chandler. Ah, okay. Wir sind eh gerade auf dem Weg zu deinem Haus. Da sind wir eh gerade unterwegs. Also alles gut. Wollen wir da mal an die Tür klopfen? Haushalt besuchen? Da sollte uns eigentlich eher der Teenager aufmachen, oder? Ja, genau hier. Troy. Hi. Können ihn mal. Nee, nee, nee. Kannst du ihn mal begrüßen, bitte? Okay. Wo ist der Typ denn jetzt hin? Ist der einfach abgehauen vor uns? Ah, jetzt, okay. Können wir da jetzt durch? Ah, wir können einfach durch die. Okay. Dieses schöne Licht. Oh, das schöne Nachtlicht und alles. Gleich das mal an. Oh, das sieht cool aus. Also halt auch einfach so. Keine Ahnung, der Himmel sieht so schön aus. Was haben wir da oben eigentlich? Moment. Ist das das Opernhaus? Ah, nee, das ist noch eine andere Lounge. Da könnten wir natürlich auch mal hinschauen. Okay, es scheint niemand hier zu sein. Ich würde aber trotzdem hier mein schickes Outfit anziehen. Du auch. Weil wir sind hier mal in der Oper, hallo. Wen haben wir hier? Emma! Oh, unsere Mutter ist da. Na, wie geht's? So, so. Wow, sehr, sehr förmliches Hallo. Und unser Vater ist auch hier. Also, Corinas Vater halt. Ich finde das so süß, wie die beiden ein passendes Outfit zusammen haben, wie die beide in Rot gekleidet sind, in ihrer Abendkleidung. Rudy, no. Keine Ahnung. Gefällt mir total. Das steht doch Schwiegervater. Können wir mal kennenlernen? Okay, ist das jetzt quasi, dass wir uns hier verabredet haben mit den beiden? Weil irgendwie fühlt sich das gerade so an, als hätten wir uns mit den beiden hier verabredet. Dann können wir ihn auch mal begrüßen. Und du kannst dann mal mit ihr nochmal über die Kunst reden. Und willst du über die Arbeit machen? Eigentlich wollte ich hier halt so ein bisschen Zeit verbringen. Gott, man wird so schnell abgelenkt. Wir haben hier sogar irgendwie noch eine Ausstellung und alles. Das ist ja krass, krasses Grundstück. Dann können wir ihn auch mal begrüßen. Okay. So, genau. Dann sagt ihr euch mal. Und wir haben halt eher so bläuliche Outfits. Auch interessant. Sehr interessant auf jeden Fall. Dann kannst du mal mit ihm ein bisschen plaudern. Vielleicht noch eine lustige Geschichte erzählen. Und wie gut versteht ihr beiden euch? Auch schon ganz gut. Oh, das ist doch auch schön. Okay, haben wir hier irgendwie was, wo wir essen können oder so? Hier oben ist die Bar. Alles klar. Dann gehen wir mal nach hier oben. Kannst dann auch mal nach oben kommen, eigentlich.
Und dann können wir hier vielleicht uns was zu essen bestellen. Was haben wir denn hier, was wir essen können? Irgendwie gar nicht so schicke Sachen, wie ich mir vorgestellt hätte. Dann essen wir mal ein Käsesteak. Gott, das dauert bestimmt noch eine Weile, bis er da oben ist. Aber das passt schon. Oh, okay. Ja, er möchte auch nicht quatschen. Dann gehen wir auch mal nach oben. Wie läuft's bei dir? Oh. Sorry, Troy, ich hab dich komplett vergessen. Ich hab dich komplett vergessen. Es tut mir leid jetzt. Könnt ihr mal kennenlernen? Komplimente übers Haus machen. So. Und Musik schwärmen. Und wir können uns mal über unsere Arbeit beschweren. Passt auch zu ihr. Okay. Aber dann haben wir uns mit ihm so ein bisschen, haben wir ihn so ein bisschen kennengelernt. Ah, du bist auch schon da. Sehr schön. Dann bestell dir mal, keine Ahnung. Nee. Bestell dir mal nicht das Gleiche. Ist ja langweilig. Bestell dir mal gegrillten Käse. Was machen die anderen beiden eigentlich? Ah, du bist auf Toilette. Ah, ihr seid beide auf Toilette gegangen. Okay, na gut. Ist auch irgendwie so ein bisschen nachvollziehbar. Wäre cool, wenn hier auch tatsächlich Auftritte stattfinden würden. Das wäre schon cool. Oh, und jetzt geht sie wieder runter. Und jetzt ist hier ein Kind? Naja. Meinetwegen. Bisschen komisch, aber gut. Also viel kann man hier leider gar nicht zusammen machen, ne? So richtig. Also so an lustigen Dingen auch. Wir können natürlich noch mal ein paar romantische Fotos aufnehmen mit Corinna. Ich meine, heute ist so ein bisschen Fototag. Dann müssen wir sonst nicht ständig Fotos machen. Dann machen wir die einfach jetzt einmal. Ich meine, wir haben halt so richtig offizielle Fotos, wisst ihr, vom Standesamt, vom Rathaus. Und dann können wir noch mal so ein paar süße romantische Fotos ganz privat machen. Das ist schon okay. So. Okay. Und dann. Ja. Es ist halt einfach auch super spät. Eigentlich sollte sie schon längst mal nach Hause gehen. Deswegen würde ich echt sagen, wir gehen danach mal nach Hause. Und ihr beiden könnt eigentlich auch bald mal gehen. Seid ihr schon fertig mit den Fotos? Ja, okay. Das ging schnell. Ja, dann würde ich euch eigentlich auch sagen, ihr solltet mal nach Hause gehen. Wir sind zum Glück auch alle nicht so weit von zu Hause entfernt. Also ist das überhaupt kein Problem. Genau. Und die Idee für die Hochzeitsfotos ist halt dann, dass wir die ja hier im Inventar haben. Das sieht cool aus, die da so. Also es sieht halt so richtig förmlich aus. Das war so mein Plan. Nein, 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 nicht. Wir gehen schon noch mit der Verabredung hierher. Happy Hour ist vorbei, bla bla. Ich würde gern die Fotos mal sehen wollen. Oh, das sind ja mal romantische Fotos. Die sehen süß aus. Ich mag das erste, aber ich mag eigentlich alle ganz gerne. Das ist so ein bisschen so, naja, aber ja. Und dann hätte ich gerne noch würde ich gerne noch das förmliche Hochzeitsfoto sehen. Ja, doch. So habe ich mir das vorgestellt. Süß. Doch, das gefällt mir. Finde ich cool. Finde ich sehr cool. Ja, okay, du bist auch auf dem Weg nach Hause. Und ja, dann schließen wir den Kreis. Schließen wir den Kreis mit den beiden. Und dann hatten wir halt einfach nur einen schönen, kleinen, romantischen Tag. Na. Ich meine, die sind halt so frisch verheiratet. Die möchten, glaube ich, schon gerne einfach so ein bisschen nur Zeit zusammen verbringen. So ein bisschen die Zweisamkeit genießen, weil wir werden auch ziemlich oft, denke ich mal, viele Sachen zu tun haben. Dass Corinna gärtnert, dass Elias mit seinem Boot unterwegs ist und Abenteuer bestreitet. Hier. Und wir werden ja dann auch bestimmt bald mal Kinder haben und die brauchen auch ihre Aufmerksamkeit. Deswegen ist das ja überhaupt kein Problem,
zu sagen, so, hey, genießen wir die Zeit, die wir zusammen haben, halt, wo wir einfach nur so ein bisschen Zeit miteinander verbringen können, solange wir das noch können. Ich werde natürlich auch trotzdem zwischendrin immer mal wieder denen so ein bisschen Zeit zu zweit gönnen. Gerade auch solange Valerie noch da ist, kann sie sich natürlich auch um Kinder kümmern. Das wäre so ein bisschen der Plan. Aber gucken wir mal. Oh mein Gott, wie sie da einfach reinhaut direkt. Okay. Dann ab ins Bett mit dir, meine Liebe. Wobei, ich würde sie am liebsten noch... Warte mal, kannst du vielleicht sogar noch ein bisschen hier entspannen und ein bisschen Fernsehen? Dann kriegt sie vielleicht noch ein bisschen Spaß, bevor sie ganz schlafen geht. Ich meine, es ist gerade mal 2 Uhr. Sie ist eine Teenagerin. Nein, wir werden nicht die Teenager allein lassen. Wobei man ja schon sagen könnte so, hey, die sind jetzt im Urlaub. Aber, also, wenn Urlaub, dann würde ich schon nur aktiven Urlaub gerne sehen wollen. So, ja, da hat sie schon noch so ein bisschen Spaß. Das ist, glaube ich, schon noch eine gute Idee. Und ja, dann können wir sie an der Stelle auch mal schlafen schicken. Sehr schön, so ein bisschen Fernsehen noch. Vor dem Schlafen gehen. Es ist ja auch erst knapp 3 Uhr. Sie muss ja morgen erst um 9 Uhr wieder in die Schule. Dann ist ja alles gut. Vielleicht lasse ich sie auch mal ein bisschen später in die Schule gehen. Das würde zu Valerie passen. Normalerweise lasse ich meine Sims nicht wirklich später zur Schule gehen, weil das dann auch immer irgendwelchen Stress mit der Familie bedeutet, weil die einen ja dann immer ausmeckern müssen dafür und so. Gucken wir mal, ob wir das irgendwie hinbekommen. Aber das wäre soweit der Plan. Ja. Dann sehen wir uns hier das nächste Mal bei Familie Reuss wieder. Und ich denke mal, dann werden wir so langsam auch wieder in den Alltag zurückkehren, dass die beiden dann auch ihre Sachen machen. Und wenn ihr irgendeine Lösung habt für das Urlaubsproblem, dann sagt Bescheid. Oder ob ihr sagt so, ja, du kannst ja einfach nur einen Urlaub machen, aber dann, also halt für die Erfahrung, fürs Let's Play, aber ohne, dass die Sims wirklich da was von mitnehmen, weil das dann ein anderes Safe Game ist. Könnt ihr das natürlich auch sagen, wenn ihr das sehr gerne möchtet. Können wir das natürlich so machen. Ansonsten, ja, schauen wir mal, wie wir das anstellen werden. Und dann habt noch einen schönen restlichen Tag. Ciao!